Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das HW 2K19 Bundle von Hirntod Records. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Es ist, um genau zu sein, gar kein Album, sondern es ist eine EP. Und dieses Bundle besteht eben aus der EP, aus dem Shirt und aus einem Poster. Wir erinnern uns, alle Jahre wieder, im letzten Jahr gab es dieses hier, HW 2K18. Habe ich euch ja das Bundle vorgestellt. Und dieses Jahr ist es mit etwas Verspätung Zeit für das HW 2K19 Bundle. Ich glaube, ursprünglich hätte das Ganze am 6. November erscheinen sollen. Es gab dann aber irgendwie Probleme mit der GEMA. Zumindest hat Blockmonster das verlauten lassen. Und jetzt hat es dann doch etwas gedauert. Wir haben mittlerweile Mitte, Ende Dezember, aber besser spät als nie. Gut, wir haben hier ein Bundle bestehend aus der EP, jetzt wollte ich schon wieder sagen aus dem Album, nein, aus der EP, aus einem Shirt und aus einem Poster. Jawohl, wir werden wie immer mit der EP starten. So, wir haben hier eine EP in einer schlichten Papphülle. Das Cover ist auf jeden Fall, ja, sehr Halloween-technisch. Wir haben hier die Fratze, die man ja normalerweise in so einen Kürbis reinschnitzt, und diese ist hier auf einem sehr beleibten Oberkörper angebracht. Also es sieht echt heftig aus, als wäre diesem beleibten Mann hier diese Fratze in den Wanst geschnitten worden. Unten lesen wir dann HW 2K19. Auf der Rückseite kommen wir zur Tracklist. Wir haben hier auf dieser EP 5 Tracks. Wir haben einmal Blockmonster, Rako und Niles Davis, dann haben wir 3 Blockmonster Solo Tracks und dann noch einen Track von Niles Davis und Rako. Okay, also der einzige, der jetzt da irgendwie abgeht, ist Schwarz. Aber ja, also Blockmonster, Niles Davis und Rako bestreiten diese EP zu dritt. Zu dem Track Chain Doe gab es ja bereits auch eine Videoauskopplung von Blockmonster. Dann haben wir hier die Infos zu dieser EP, also die Credits, Mixing, Mastering, Artwork etc. sind dann auch hier nochmal hinterlegt und darunter dann nochmal die Infos, die Beteiligten. So, dann schauen wir uns das Ganze an. Die CD sieht so aus, also auch hier wieder in dieser, ja, Oberkörperoptik mit der Fratze. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und auch hier wieder das gesehene Cover. Also auch hier wieder der arme, dicke Mann, dem hier der Bauch eingeschnitten wurde. Und hier unten lesen wir dann HW 2K19. Das Besondere an diesem Poster ist, man kann es sehen, wir haben hier wirklich keine Knicke oder Faltlinien. Bedeutet, ich habe das Ganze bestellt und habe dann wirklich auch einen relativ flachen, aber großen Karton zugestellt bekommen, in dem dieses Poster komplett so drin lag. Also hier gibt es keine Knicklinien oder irgendwelche anderen Beeinträchtigungen. Das kommt hier ungefalten. Ne? Rückseite ist weiß, also das Ganze ist einseitig und im Hochformat. Und der letzte Boxinhalt ist ein Shirt. Boxinhalt, Bundleinhalt natürlich. Der letzte Bundleinhalt ist ein Shirt. Wir haben hier ein schwarzes Shirt und auch hier wieder die Fratze, allerdings ja nicht blutig auf einem Oberkörper, sondern hier in Orange, sieht so aus wie frisch gesprüht mit einer Dose. Die Farbe verläuft ja auch noch so. Also dieses Kürbisgrinsen, diese Kürbisfratze hier auf schwarzem Untergrund. Sieht echt gut aus, so die Farbkombi schwarz-orange. Auf der Rückseite ist hier nichts weiter zu sehen, alles in Schwarz gehalten. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M. Die Größe war bei dem Bundle frei wählbar. Und wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, hier steht's, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann haben wir das Poster im Hochformat,
Und natürlich die EP in der Papphülle mit insgesamt 5 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle HW 2K19 von Hirntod Records. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hirntod Records unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.